Hier ist Werner Dulatta. Meine erste Folie habe ich schon mal aufgelegt, dass Sie meinen Namen auch lesen können. Nachher gibt es noch ein Gesicht von mir. Herzlich willkommen. Es geht heute das Thema eigentlich um 3D-Drucken, aber auch um den Vorgang, dass man hier auch in der Regel eine Konstruktion irgendwann dann benötigt, also am Anfang. Das zeige ich Ihnen, ist der Einstieg meistens mit Modellen, die man runterlädt und mal ausdruckt, oder auch mit kostenfreien Programmen arbeitet, die und das Modellieren anfängt. Aber prinzipiell geht es um 3D-Druck und da kommt man irgendwann in den Bereich, wo man sagt, ich will selber was machen und da wird irgendwann, wie das Thema angesetzt worden, ein CAD oder Konstruktion einfach unumgänglich sein. Und das will ich Ihnen heute zeigen. Die erste Frage ist immer bei Webinaren die Verbindung der Audio, bin ich zu verstehen? Kann, glaube wir eigentlich auch bei den Fragen antworten, wenn Sie einfach reinschreiben, ob Akustik das gut von mir rüberkommt. Dann beginne ich einfach mal. Zuvor schalte ich einfach mal meine Webcam ein, dass Sie auch ein Gesicht zu der Stimme haben. Die schalte ich dann auch wieder aus, um einfach Bandbreite zu sparen. Wir haben zwar eine 30-Mbit-Leitung hier, aber hier ist das ja immer besser, wenn man die Webcam dann ausschaltet. Also hier ist ein Gesicht von mir. Sie sehen im Hintergrund schon ein paar Modelle, die zeige ich dann. Und ja, jetzt sehen Sie auch hier entsprechendes Gesicht zu meiner Stimme. So, die Kamera schalte ich wieder aus, nachher schalte ich es wieder ein, wenn ich Ihnen ein paar Modelle dann zeige. Um was geht es heute? Also ich will einfach mal grundsätzlich das Thema 3D-Drucken Ihnen ein bisschen näher bringen. Welche Verfahren gibt es, in welchen Bereichen bewegen wir uns? Dann natürlich im Zusammenhang Materialien. Sie kommen teilweise sicherlich auch Maschinenbaubereich, vielleicht aus dem holzverarbeitenden Gewerbe, also jeder oder Kunststoffbereich. Jeder hat da seine eigenen Ziele oder Interesse, was er verfolgt. Das ist dann im Zusammenhang mit den Materialien. Dann welche Software für welchen Zweck? Das ist das, was ich ein bisschen angeschnitten habe. Welche Software verwendet man am besten, abhängig von der Zielvorgabe? Dann will ich Ihnen DesignCAD 3D Print vorstellen. Das ist zum Beispiel beim Renkforce 1000 automatisch schon beigelegt. Die Gespräche mit Renkforce 2000, das laufen. Und es ist aber auch ein kostengünstiges Programm, falls Sie noch kein CAD in dem Bereich haben. Dann wäre das mit Sicherheit eine gute Alternative. Dann natürlich ein paar Ergänzungen zu DesignKit, was es alles gibt und was ich Ihnen vorstellen will heute, einfach den Einsatzgebiet, ein kleines Modell erstellen, ist nichts außergewöhnlich, soll einfach sein, ein bisschen was, ja, Gimmick, um einfach das Thema ein bisschen näher ranzubringen, den Airracer, also ein fahrbares Teil, was wir ausgedruckt haben, um einfach einen Einstieg zu finden. Und von dem Einstieg, von dem Gimmick geht es dann eigentlich in den professionellen Bereich. Ja, ist es ein Trendthema? Nein. Also Trendthema oder vierte Revolution, wie einige sagen, mit Sicherheit nicht. Also das Thema 3D-Drucken ist zwar überall immer wieder in den Medien aktuell. Warum ist es so? Komme ich später nochmal dazu, weil einfach Patente ausgelaufen sind, sehr viele jetzt Hersteller einfach selber Drucker bauen dürfen und anbieten und deswegen hat dieses Thema auch noch ein bisschen Schwung hier angenommen. Und wie gesagt, habe ich mal gesagt, man wird immer wieder mal konfrontiert mit dem Thema. Es ist sicherlich ein Trendthema in der Presse, aber es ist kein Thema, was neu ist. Die erste Frage, was man immer wieder sieht, ist es im Bereich Gimmick anzuordnet oder kann man wirklich professionelle Dinge oder hat es einen ernsten, wichtigen Einsatzbereich? Wir meinen oder ich meine, ja, auf alle Fälle. 3D-Druck ist nichts Unbekanntes. Das gibt schon seit ja, 20 Jahren ist es eigentlich kreiert worden vom US-Amerikaner Chuck Hull, der auch der Gründer von 3D Systems von der Firma ist.
Und die Firma kennen Sie vielleicht, hat auch eigene oder große Maschinen, was sie schon herstellen, aber auch im Desktop-Bereich. Ansonsten wird 3D-Druck ja schon seit Jahren von den Firmen eingesetzt, aber kriegt halt jetzt eine Dynamik, weil Patente hier einfach weggefallen sind. Also ich rutsche bei den Folien eigentlich mehr so ein bisschen durch, weil teilweise kennen Sie das vielleicht schon und Sie wollen sicherlich den Einsatz oder ein bisschen mehr über das Thema selber wissen, auch von den Materialien. Also was hat sich verändert eigentlich? Warum machen wir jetzt Webinare und gibt es eigene Abteilungen für 3D-Druck? Die Zeit, wo man selber Drucker, so 3D-Drucker gebaut hat mit Bausätzen, ist eigentlich vorbei. Die Fertigteile werden so günstig angeboten, dass keiner, natürlich gibt es immer noch hier Bastler, die selber Geräte bauen, aber ich denke mal, die Geräte werden alle halbe Jahr jetzt so ausgereift, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, selber ein Gerät zu bauen und von den Kosten dann auch nicht mehr. Wird immer leichter. Ich habe da als Beispiel zum Beispiel den MakerBot genommen. Das empfehle ich eigentlich, wenn Sie eine Firma haben, empfehle ich in die Richtung MakerBot im Netzwerk, wo mehrere Anwender gleichzeitig hier Geräte nutzen können. Das ist schon sehr gut konzipiert, auch von der Software, wo Sie von Ihrem Arbeitsplatz aus auf den Drucker direkt zugreifen können, eine Kamera drin haben, wo Sie sehen, ob das schon fertiggestellt ist. Also da in dem Bereich ist MakerBot hier den anderen softwaretechnischen wenig voraus. Von der Technik her, da gibt es auch wieder Unterschiede, auch von der Qualität. Aber da komme ich nochmal dazu. Ja, der Begriff 3D-Druck ist erstmal komplett falsch. Es ist eine additive Fertigung, ein Fertigungsfall, eine schichtweise Erstellung, aber den Bereich oder den Begriff 3D-Druck, es versteht halt jeder besser. Und deshalb hat sich dieser Bereich oder dieser Begriff einfach etabliert. Und ja, ich sehe nichts Schlimmes, es stimmt nicht ganz, es wird nicht gedruckt, aber das wird bei Tintenstrahldruckern auch nicht, da wird gespritzt. Und von dem her versteht jeder und das ist eigentlich ganz gut gewählt dann. Aber sollte man einfach wissen. Welche Verfahren gibt es, mit welchen Themen werden wir konfrontiert im Thema 3D-Druck? Also wenn Sie mit Kunststoff arbeiten und ähnlichen Materialien, dann nutzen wir das Schmelzschichtverfahren. Also der Desktop-Drucker, sagen wir, wo Sie auf Ihrem sogar Schreibtisch stellen können, ist nichts anderes als wie eine Heizspritzpistole, wo ein in Drahtform Material zugeführt wird, es wird erhitzt und dann entsprechend ausgegeben, in der Form Schicht für Schicht. Dann gibt es Lasersintern, das sehe ich, da einen Tippfehler drin haben. Das ist ein Verfahren, das eben entsprechend Kunststoff und Metallpulver entsprechend durch Laserschmelzen einen Körper zusammenfasst. Also Pulver wird auch wieder Schicht für Schicht. Das wird in der Regel größere Maschinen eingesetzt, weil sie brauchen natürlich eine große Maschine, wo das Pulver entsprechend positioniert wird. Dann brauchen sie eine Kabine, wo das Pulver dann abgepustet wird oder weggepustet wird und dann nochmal ein Verfahren, wo sie mit ja, Art Flüssigkleber ist, das nochmal hier entsprechend das Objekt behandeln müssen. Vorteil ist, dass hier auch farbige Drucke möglich sind. Und das letzte ist das SLA-Verfahren, das ist das Kunstharz, wo mit UV-Licht erhärtet wird, auch wieder Schicht für Schicht, hat den großen Vorteil, dass es sehr fein drucken kann von der Auflösung, kriegen Sie auch sehr gute Ergebnisse. Aber die Nachteile bei diesem Verfahren, es wird Kunst oder Harz verwendet, das ist Sondermüll, das heißt, Sie können das nicht einfach irgendwie im Waschbecken oder auf der Toilette entsorgen. Das ist, und Sie sollten das in einen Raum, der gut belüftet ist, da hier auch entsprechende Dämpfe entstehen. Also betrifft auch teilweise das obere Verfahren, das Schmelzschichtverfahren.
Aber da sind die Hersteller und die Materialien, die immer besser werden und auch umweltverträglicher. Und das ist das Thema, mit dem wir heute eigentlich konfrontiert werden. Wir werden mit Angeboten derzeit ja, überhäuft, sogar bei Tchibo, wo 3D-Drucker angeboten werden. Bin mir nicht sicher, ob Tchibo der richtige Ansprechpartner ist für den 3D-Druck, aber vielleicht in 10 Jahren, wenn alles komplett ausgereift. Also man muss sehen, wir stehen schon in der Branche, in der Situation am Anfang unserer ja, Entwicklung. Und die Entwicklung, muss man wirklich sehen, geht rasant und sehr dynamisch in dem Bereich voran. Die Geräte werden besser, die Sicherheitsvorkehrungen, der Druck wird immer schneller und ist ein sehr dynamischer Markt. Aber das ist immer genauso wie im PC-Markt. Irgendwann muss man halt mal einsteigen oder steigt an ein und wie gesagt, die Geräte werden immer günstiger und man hat, wenn man es raus ist, sehr viel Spaß damit. Okay, das FDM-Verfahren, das ist das Verfahren, was ich Ihnen oder die meisten jetzt hier anbieten. Ist nichts anderes, wie ich gesagt habe, es ist ein Schlauch, da wird in Drahtform das Material zugeführt, dann gibt es einen Extruder, der das zur Düse, die beheizt es in der Regel so 200 Grad oder 210 Grad und es wird dann das Kunststoff, das Filament, sagen wir, dann aufgetragen, Schicht für Schicht. Jeder Hersteller hat das irgendwie anders gelöst. Die einen haben im hinteren Bereich hier ihre Rolle, ist genauso wie eben in Drahtform. Und die anderen Hersteller haben es unten in das Gerät integriert. Also jeder hat da seine eigene Methodik entwickelt als Hersteller. Dann ist wichtig, das ist schon, wenn Sie neu sind in dem Bereich, die Materialien. Die Materialien im FDM oder FFF-Druck, das hat beide Bezeichnungen ist eigentlich dasselbe, aber das eine ist geschützt, deswegen nenne ich das immer beides. Wir arbeiten bei diesen Druckern entweder mit PLA oder mit ABS. Was ist der Unterschied? PLA ist ein Biokunststoff, der werbetechnisch auch immer gesagt wird, er baut sich biologisch auch besser ab, aber man muss nur unter industriellen Bedingungen wird der Kunststoff biologisch abgebaut. Also das heißt, wenn Sie das Teil wirklich in die Natur werfen, dann bleibt es schon einige Jahre da drin. Das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr erleben, wann das weg oder abgebaut ist. Der Vorteil von diesem PLA, wir kennen das von Verpackungsfolien, Trinkbechern, Strohhalme, dieses Material. Es hat einen geringen Verzug oder wir nennen das Warp-Effekt. Die TRECKIS, Raumschiff Enterprise, lässt grüßen. Es ist nichts anderes als wenn das Material einfach zu schnell abkühlt, dann entsteht eine Spannung und die Spannung kann bewirken, dass das Material, Sie sehen rechts das Bild, sich einfach nach oben zieht oder zusammenzieht. Und das ist ein unschöner Effekt. Deswegen werden auch die Geräte, teilweise die Bodenplatte beheizt, dass diese Abkühlung nicht so schnell erfolgt. Und der Vorteil ist, es ist wasserabweisend. Aber ein großer Nachteil finde ich eben, es ist ab 50 Grad Celsius wird es weich. Das heißt, mein Kollege von mir, der hat für einen Sonnenstuhl ein Rad konstruiert und als Ersatz ist kaputt gegangen, hat es im Sommer einmal in die Sonne stehen lassen und ja, das Rad war dann nicht mehr so schön wie vorher. Es hat zwar noch funktioniert, aber in der Sonne ist das ein Problem. Dennoch wird es mehr favorisiert von den Herstellern, weil es einfach weniger Verzug hat. Im Gegensatz zum ABS, das sehen Sie, das kennen Sie von, ist ein erdölbasierender Kunststoff, kennen Sie ja vielleicht von der Firma Lego dieses Material, das ist von der Temperatur erst bei, Sie sehen, 95, 110 Grad Celsius, wo es eine Veränderung des Materials stattfindet. Man kann es lackieren, sehr schön, aber es ist so, dass einfach die Dämpfe einen
noch mehr sind als PLA. PLA hat auch entsprechende Dämpfe, aber nicht so stark. Das heißt, ja, wir haben das trotzdem im Büro, die ABS-Drucker, muss man halt gut lüften. Es ist nicht biologisch abbaubar und es hat, das ist eigentlich der gravierende, eine stärkere Schrumpfung bei der Abkühlung. Das ist generell so, wir arbeiten im Kunststoffbereich, ab einer gewissen, ja, ab Millimeter, also sie haben Variationen und, ja, wie sagt man, Differenzen zur Konstruktion, wo vielleicht 0,3 Millimeter Unterschied ist, weil sie ist abhängig von dem Material und auch wie schnell zum Beispiel ausgedruckt wird. Und PLA und ABS hat eine stärkere Schrumpfung. Das heißt, die Modelle werden ein wenig kleiner, als sie das wirklich konstruiert haben. Wenn Sie 3D-Druck beginnen, das ist das Erste, das ist, so habe ich auch angefangen. Ich habe vor 2 Jahren, komme aus dem CAD-Bereich, vor 2 Jahren dann angefangen, 3D-Druck zu machen und mich zu beschäftigen. Das Erste, es gibt tausende von Modellen, fertige Objekte zum Runterladen. Das ist lustig und bringt einen und anderen Kollegen, auch der Frau zu Hause, das Thema näher, wenn man das machen kann. Aber da gibt es auch Portale, die hier alles kostenfrei zur Verfügung anbieten. Aber wie ich gesagt habe, wenn Sie das nicht selber konstruieren, kann es Variationen beim Ausdruck geben. Beim Air-Racer zum Beispiel, unser Zusammensetzen der Räder geht mit dem einen Drucker, wenn man ausdrucken, ganz leicht. Und beim anderen Drucker mit einem anderen Material, da müssen Sie nachschleifen, dass es funktioniert. Also das geht eben so mit dieser Variation von 0,3 Millimeter vielleicht. Und irgendwann befriedigt einen das nicht mehr, wenn man fertige, sondern man hat ja irgendeine Vorstellung, was man mit dem 3D-Druck machen will. Das heißt, man will eigene selber Modelle erstellen und wer noch kein CAD-System im Einsatz hat, der wird erstmal von den 3D-Drucker hin verwiesen auf SketchUp, auf die kostenfreien Programme Blender, Tinkercad, 123D Design oder OpenCAD. Das ist auch alles ganz nett, also aus meiner Sicht, und man kann wirklich ganz tolle Sachen machen. Aber oder komme ich zu den Vorteilen, es kostet nichts, das ist schon mal super. Dann ist es einfach, außer Blender, das kommt mir aus dem Filmbereich, ist eigentlich nur aufgetaucht, weil es kostenfrei ist und weil es STL-Dateien für 3D-Druck zur Verfügung steht. Und die anderen Programme sind eigentlich in der Form, SketchUp kennen Sie vielleicht schon seit Jahren von Google, ist ja nicht mehr bei Google, ist verkauft worden, aber ist weiterhin eine kostenfreie Version verfügbar. Es ist, der Lernaufwand ist relativ gering, es hat eine flache Lernkurve, außer Blender, das ist wirklich kompliziert. Also nicht kompliziert, aber sehr leistungsstark und deswegen auch umfangreicher. Und es hat einen geringeren Befehlsumfang und deswegen sind die Programme auch einfach. Der Nachteil ist, man kann keine technischen Zeichnungen nach Norm zum Beispiel oder die eine Wert oder erhaltene. Also wenn Sie eine Konstruktion haben und Sie können zum Beispiel nicht ausdrucken mit den Teilen. Das ist aber notwendig, um einfach mal das nochmal in der Hand zu haben. Oder überfordert das Programm, Sie stoßen irgendwann an die Grenzen, wenn es wirklich eine Konstruktion sein soll. Sie haben keine Bemaßung, haben Bemaßungsfunktionen drin, aber die sind nicht so ausgereift. Und deshalb wären Sie, das ist jetzt das kleine Modell, was ich Ihnen heute zeigen will, auf die Schnelle, Sie brauchen oder wenn Sie das in 2 Jahren mal wieder rausgraben, dann müssen Sie wissen, wie Sie das Teil konstruiert haben, wie die Maße sind und deswegen kommt man an ein CAD-Programm irgendwann gar nicht vorbei, wenn man sich mit einem CAD-Druck oder nicht CAD-Druck, mit einem 3D-Druck beschäftigt. Okay. Was gibt es an Konstruktionsprogrammen? Sie haben vielleicht eine oder andere die High-End-Systeme bereits im Einsatz. Hier heute das Thema ist, Alternativen auch mitzugeben und das wäre eben
im unteren Preisbereich des Heinkert. Deswegen haben wir auch spezielle Anpassungen für 3D-Druck und auch speziell für Konrad, mit, für den Ringforce hier integriert in die Version. Dann gibt es noch TurboCAD, das liegt so irgendwo dazwischen. Aber dann wird es schon in den High-End-Bereich reingehen. Und das will ich Ihnen heute zeigen. Ich will gar nicht alles vorlesen, einfach, dass Sie selber sehen. Wenn Sie noch kein CAD und konstruieren wollen, dann haben Sie da einen sehr kostengünstigen Einstieg. So, gibt es noch Hilfen dazu? Da will ich auch, sondern aus Zeitgründen schaue ich gerade, ich habe schon wieder sehr viel geredet. Ich will Ihnen aber auch direkt aus der Praxis, wie das funktioniert, dann auch die Übergabe und auch die Druckersoftware ein bisschen zeigen. So. Was ist der Weg? Der Prozess ist, Sie konstruieren etwas mit einem CAD-Programm, nicht mit einem Modeling-Programm. Da können Sie modellieren, aber es ist dasselbe. Aber heute geht es um die wirklich Genauigkeit, Konstruktion. Dann übergeben Sie eine Datei, in der Regel eine STL-Datei, an den Host oder Slicer, nennen wir das. Das ist eine Software, die beides miteinander verbindet. Das heißt, das Modell wird wie beim Druckersoftware, es wird einfach in die Software geladen, das 3D-Modell. Und die Software zerlegt dann das Modell in den G-Code, sagen wir, den Code, den der Drucker dann versteht und fertig rauskommen soll dann entsprechend das Modell. Und mit dem G-Code werden Sie gar nicht konfrontiert, sondern der wird dann entweder auf SD-Karte gespeichert oder direkt zum Drucker geschickt. Und das will ich Ihnen heute zeigen. Mache ich mit Einsteiger in dem Bereich, kommt das immer ganz gut an, auch im Schulbereich, weil es einfach ein Teil ist. Und da kann ich Ihnen einfach mal kurz nochmal meine Kamera freischalten. Wo ist es hin? Genau. Das ist so das Teil. Und das, wenn ich einen Effekt habe, ich lasse dann laufen oder sehen Sie gar nicht, das läuft dann einfach selbstständig hin. Also ist einfach zu sehen, gibt es noch andere Teile, die ich zeige, wo auch Teile möglich sind, die wo in der subtraktiven Fertigung eigentlich nicht möglich sein sind, wo Sie im 3D-Druck in einem ausdrucken können. Das ist das Interessante auch. Es gibt ganz andere Methoden. So, jetzt bin ich ein bisschen gerutscht, aber jetzt gehe ich ins Programm rüber und zeige Ihnen, wie das einfach ausschaut. Das, was ich Ihnen zeige, ist auch in einem Begleitmaterial von DesignKit enthalten. Das heißt, man kann das auch irgendwann nachvollziehen, aber Sie werden eigene Modelle haben. So, ich beginne jetzt mit dem Programm. Es ist ein typisches Windows-Programm. Sie werden sich sehr leicht damit zurechtkommen. Da gibt es ja umfangreiche oder wir haben sehr viele Videotutorials für das Programm hier erstellt. Und jetzt erstelle ich einfach den AirRacer. Ich habe daneben jetzt mein Skript. Ich weiß nicht alles auswendig, aber ich habe den zwar schon öfters gemacht, ich glaube, ich habe den schon ja, 70 Mal konstruiert, aber wenn man spricht und konstruiert nebenbei, dann kann es durchaus hier manchmal schief gehen. Oder man kommt einfach durcheinander. So, das erste habe ich schon mal übersehen. Und zwar, wenn Sie im 3D-Bereich arbeiten, dann brauchen Sie Flächen, Volumen. Jetzt habe ich mein erstes Modell. Ist die Grundform des AirRacer. Und das ist jetzt ein Vektor. Und das habe ich beim Erstellen schon mal falsch gemacht, sondern ich brauche da eine Fläche dazu. Zeige ich Ihnen nachher, warum wir hier eine Fläche brauchen. So, das ist die Grundform. Dann erstelle ich schnell die Räder. Dazu brauchen wir, beziehungsweise die Achsen, brauchen wir einen Kreis, Mittelpunkt. Und hier passe ich jetzt besser auf, mache ich eine Fläche. Und zwar ist der Radius soll 3 sein und positioniert wird er bei 15 nach rechts und 2,5 nach oben. Das, was ich jetzt zeichne, hat eine Ausarbeitung von mir von ja, ja, so nebenbei von 14 Tage
gedauert. Das ist eben das Interessante bei den Prototypen, weil mein erster Entwurf oder Gedanke einfach in der Praxis nicht realisierbar war. Und sage Ihnen auch, warum? Weil verschiedene Drucker, verschiedene Materialien, Variationen oder Veränderungen von der Genauigkeit und auch vom Thema her. Das heißt, eigentlich habe ich die Aussparungen, die Bohrungen eigentlich weiter oben gemacht, ohne unten, und wollte das in einem ausdrucken. Ging dann nicht. Dann wollte ich hier die Aussparungen unten, die Räder, die Achsen zum Reinklipsen machen. Ich habe einen Drucker dann verwendet und das hat auch dann ganz gut funktioniert, aber nur bei diesem Drucker. Beim anderen Drucker war die Aussparung dann 0,2 mm größer und dann sind mir die Achsen wieder rausgefallen. Das heißt, ich wollte ein Modell, das wo bei allen Druckern funktioniert und das ist das Ergebnis. Also das ist aber auch wieder das Spannende daran, dass an Prototypen, man sieht einfach an Prototypen schon mal, man hat es in der Hand und sieht dann das erste Ergebnis. So, jetzt habe ich ebenfalls Flächen, die kann ich subtrahieren. Subtrahieren, mache ich weg. So. Das Design-Kit ist ein sehr einfaches und ja, im Prinzip, wenn man einmal das Befehlsschema hier erarbeitet hat oder raus hat, gibt es Menge von Übungen, Begleitmaterial, dann ist das für die meisten eigentlich kein Problem. So, 15 und die Höhe haben wir auch 15. So, jetzt sind wir gleich. So, jetzt, es gibt zwei Arten der Konstruktionsmethodik. Entweder hat man ein 2D-Modell und arbeitet dann im 3D-Bereich weiter, oder man beginnt gleich im 3D-Bereich. In DesignKit ist es einfach so, dass die dritte Koordinate einfach nur dazu geschaltet wird und man konstruiert einfach dann im 3D-Bereich weiter. Warum haben wir ein Flächenmodell verwendet? Das sehen Sie hier, wenn ich das zum Beispiel rendere. Wäre es ein Drahtmodell, dann könnte man das jetzt entsprechend nicht schattiert darstellen, sondern es wäre dann einfach nur ein Drahtmodell. Nachdem wir daraus einen Volumenkörper auch generieren, brauchen wir eine Fläche. So, diese Fläche gebe ich jetzt eine Tiefe noch. Das wird dann nicht Y, sondern auf der Z-Achse wird das 30. So, jetzt brauche ich im oberen Bereich die Luftkanäle. Da war zum Beispiel auch ein Fehler, den wo ich gemacht habe. Und zwar nehme ich jetzt einen abgerundeten Zylinder. Und das erste Mal, wie ich das gemacht habe, habe ich einen normalen Zylinder verwendet. Jetzt mal gucken. So, jetzt brauche ich die Koordinaten. Dann nehmen wir 36. Und hier machen wir, unten brauchen wir keinen Radius und oben brauchen wir zwei. So, machen wir einen Punkt XY und das hat die Koordinate 30, 15. Ein Zylinder wird erstellt mit Mittelpunkt, dann einen Punkt für den Radius und dann einen Punkt für die Höhe. So, der Radius soll hier 10 sein und die Höhe soll dann 15 Seiten 0. So, und jetzt kommen wir, oben muss eine Abrundung sein, weil ich habe vorher das erste Mal nur einen Zylinder verwendet, habe den Luftballon versucht drauf zu tun und der ist mir jetzt mal zerrissen, weil die Kante einfach zu scharf war. So, dann braucht man ein bisschen, kam mit der Übung eigentlich erst dazu, wenn ich die Luftkanäle jetzt zeichne und dann subtrahiere, es sind ja zwei Modelle, ist einfacher, wenn das zu einem Modell zusammen addiert wird. Dann brauche ich nur einmal subtrahieren, sonst muss ich zweimal subtrahieren. Körper addieren, das mit dem. So, jetzt ist es ein Modell. Dann erstellen wir schnell eben den Zylinder, die Luftkanäle. Die werden erstellt mit den Koordinaten. Damals. 30, 10,
sehen auch wieder Zylinder, Mittelpunkt, Radius, Punkt und Länge. So, dann nehmen wir dann einen durch einen Radius von 2,5. So, und jetzt noch erst machen wir unten den Luftkanal. Dann machen wir minus 40, dass er drüber hinaus steht. So, das kann man schon mal gleich subtrahieren. Ja, und auch gerendert können wir das schon mal anschauen. So. Genau. Ich hoffe, die Übertragung von den Daten wird das passt so. Ja, okay. So. Das vielleicht noch Informationen zum 3D-Druck. Das Hanke ist in der Form ein Facettenmodell auch oder basiert auf Facettenvolumenmodellen. Wenn es ist ziemlich, also ich habe keinen Unterschied festgestellt, ob ich jetzt mehr oder weniger Facetten bei so einem Zylinder zum Beispiel verwendet habe. Da hat es optisch eigentlich keinen Unterschied, ob ich 36 oder 113 Facetten verwendet habe. Hat keine optische Veränderung beim Ausdruck, beim 3D-Ausdruck dann gegeben. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt mache ich bloß noch hier den Kanal nach oben. Das ist der gleiche. Man kann es natürlich stark noch verfeinern. Kollegen haben gesagt, mach es doch ja, Formel 1 mäßiger und so. Aber das kann jeder selber, um das geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht darum, eine Übung zu generieren, die jeder nachvollziehen kann, die wo schnell geht. Und das Erlernte dann für seine eigenen Projekte dann umsetzt. So, wo haben wir Körper subtrahieren? Fertig. So, speichern wir das vielleicht nochmal. Eraser. Okay. So, damit wäre es eigentlich schon fertig. Wir erstellen aus dem Modell dann eine STL-Datei. Dazu ist bei entsprechend DesignKit immer ein eigenes Toolkit dabei oder eigene Applikation, wo Sie das erstellen können. Da finden Sie auch, übrigens auch Hilfe. Es gibt eine Konrad-Edition, wo Sie direkt auf die Webseiten, die für 3D-Druck von Konrad bereitstehen, verwiesen werden. Und hier erstellen wir jetzt eine STL-Datei. Habe ich schon, bevor wir das Webinar begonnen haben, heute schon erstellt. Darum existiert die schon. Ich ersetze die einfach. Und dann wird das Modell ja eigentlich ein bisschen zerstört. Da sehen Sie es ganz kurz. Eine STL-Datei ist sehr einfach gestrickt. Das heißt, Sie verlieren sämtliche Konstruktionsdaten. Also da werden wirklich nur Dreiecksflächen exportiert und dargestellt. Und natürlich von der Originalzeichnung, die bleibt davon natürlich unberührt. So, jetzt müssen wir bloß noch die Räder machen. Die gehen auch relativ schnell. Sie hören im Hintergrund wahrscheinlich meine Blätter. So, das können wir alles speichern. Zylinder, Facettenanzahl haben wir schon. Da fangen wir bei 0 an. Also machen wir 0. Koordinatenursprung und die Breite ist 10 der Radius. Jetzt gehen wir noch eine Höhe. Da habe ich, glaube ich, 10. Also ich arbeite hier in Millimetern. Dann, das ist mein Rad, ganz einfach. Dann brauche ich noch die Achse. Machen wir auch, Beginn bei 0. Und dann, ich glaube, es ist 2,5, aber deswegen habe ich mein Skript. Genau, und die Höhe wird 52. 52, deshalb, ich habe versucht, einfache Werte zu nehmen. Das heißt, das Rad ist 1 cm oder 10 mm. Der Korpus von meinem RS ist 30 und dann kommt das nächste Rad und 1 mm Abstand von Rad zum Korpus ergibt dann 10, 30, 10, 40, 50, 52, stimmt das jetzt? Ja, 10, 10, ja stimmt, 30, 10, 10 sind 50 und 2 mm Differenz, passt. So, dann brauchen wir noch das Gegenstück. So. Dazu erkennen wir das alles und
positionieren den Bezugspunkt. Das müssen Sie sich nicht alles merken, und das geht ja gar nicht. Hier, wo ich das Objekt genau fassen kann, und dann mache ich mal schnell eine Kopie. Die Stelle setze ich mir auch auf eine bekannte Stelle, einfach 50 mm daneben. Und das Gegenstück ist natürlich die Achse, subtrahiert vom Rad. So, auch das speichern wir wieder. Eraser Rad Konrad. So. Und auch hier erstellen wir wieder eine STL-Datei. Ist bei dem Projekt ganz interessant, wenn wir das separat haben. Da komme ich dann bei den Einstellungen, beim Druckeinstellungen dazu. So, jetzt haben wir zwei Dateien und der Part-Konstruktion ist beendet. Jetzt können Sie im CAD eben die ganze Bemaßung, eine Werkstattzeichnung noch machen. Das würde zu weit gehen heute, das wäre separat. Jetzt gehen wir gleich in die Host-Software. Und da habe ich zwei, jetzt mal, wo ich Ihnen zeigen will. Das eine ist die Cura, wird bei sehr vielen Druckern als Host-Software verwendet. Cura kommt, ist Open Source und wird von der Firma Altimaker, die selber Drucker, sehr gute Drucker, verkaufen. Verkaufen, herstellen. Aber sie arbeiten auch mit der Software mit sehr vielen anderen Druckerherstellern zusammen, die diese Open Source oder diese Technologie verwenden. Und das andere, was ich Ihnen zeigen will, ist dann von MakerBot. Wenn ich habe Repetier Host, was beim Konrad habe, können wir auch noch zeigen. Also zum einen, so sieht die Plattform jetzt mal aus und jetzt können wir ein Modell zum Beispiel reinladen. So. Und dann wird die Software positioniert, das Modell schon automatisch dem Druckermodell, was wir als Plattform zur Verfügung haben, und können dieses Modell zum Beispiel verschieben. Das ist skalieren und drehen kann man zwar, aber ja gut, drehen ist manchmal notwendig. Wenn man sich vertan hat, einfach mit der Achse, kann man das sehr einfach hantieren. Und es geht mit anderer Software auch relativ einfach. Da unterscheiden sich die Programme nicht. So, wie geht es weiter? Zum einen kann ich jetzt mein Rad zum Beispiel noch hinzufügen und auch wieder positionieren. Drehen, skalieren, spiegeln, drehen das nicht. So, so irgendwo hin verschieben. Und natürlich brauchen wir beim Eraser normalerweise ja zwei. So. Was passiert? Jetzt gehe ich links zu den Einstellungen zum Beispiel. Hier ist die Qualität ausschlaggebend. Sie sehen, Kucher sagt mir zum Beispiel, dieser Ausdruck dauert jetzt 2 Stunden, 1 Stunde 55 Minuten, ich brauche so und so viel Material. Wenn ich eine Schichtdicke zum Beispiel, 3 ist sehr grob, 0,1, das ist wieder das Feinere oder eine Feinere, ja, da muss ich glaube ich, da stimmt, kommen wir nicht, 1,2, so. Da kann ich zum Beispiel einstellen, dass das ein sehr feiner ausgedruckt wird, also die Schichten dünner sind. Was der Nachteil ist, dass ich jetzt von meinem Modell 4 Stunden oder 5 Stunden brauche. Also hier haben Sie Abhänge oder müssen Sie entscheiden, ob der Ausdruck, oder können Sie sehr stark variieren, wie schnell der Ausdruck ist. Und je schneller der Ausdruck, qualitativ schlechter. Dann können Sie bestimmen die Außenhülle. Und zwar, die Außenhülle wird definiert, die Extruder haben in der Regel also einen Durchmesser, nicht alle, aber die meisten, eine Außenhülle von 0,4 mm. Das heißt, wenn Sie sagen, hier wird in Cura wird das in 1,2, das heißt, das sind drei Schichten, die außenrum als Hülle gemacht werden. In meinem Fall ist es so, dass dieser Eraser, Standardeinstellung ist meistens mit 2 Schichten, also 0,8.
Millimeter, aber da ist mein Eraser nicht dicht. Das heißt, hier habe ich einfach Lücken in der Außenhülle bei den Kanten oder bei den Übergängen und deshalb muss ich mindestens 3 oder 4 Schichten den Korpus ausdrucken. Die Räder, da ist es wieder wurscht. Da kann ich wieder 2 Schichten nur verwenden. Aber wenn ich kann nur eine Option für einen Ausdruck bestimmen. Also entweder drucke ich die Räder separat aus mit 2 Schichten Außenhüllen und am Korpus entsprechend dann mit 4. Dann kann ich die Füllung noch beeinflussen. Also Füllung heißt, das zeige ich Ihnen so, deswegen habe ich die Cura Software auch, mache es ein bisschen größer, verwendet, um das schön darzustellen. Das heißt, man beginnt mit der Plattform, man hat vielleicht noch ein Raft, sagen wir, ein Bett, was man vorher ausdrucken muss, damit es nicht rutscht. In der Regel bei Ultimaker passt es auch so, da muss ich gar keinen Raft ausdrucken. Und dann wird es Schicht für Schicht aufgebaut. Und Sie sehen in der Mitte das Gelbe, die Füllung. Und hier können Sie auch wieder Zeit sparen, wenn Sie eine weniger dichte Füllung zum Beispiel. Füllung heißt, Sie können verschiedene Gitternetzlinien oder Raster verwenden. Zeigt er jetzt gar nicht an, aber schauen wir mal, wenn er jetzt hat. Das heißt, hier ist das Raster grober. Es spart auf alle Fälle hier schon mal 30, 45 Minuten. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ab 50% macht es dann irgendwann keinen Sinn mehr. Da verändert sich kaum das Modell, außer dass Sie Menge Material brauchen. Also bei den Füllungen, unserer Erfahrung nach, bis 50% ist okay. Das wird dann schon richtig massiv und mehr macht eigentlich dann keinen Sinn. Also eine Vollfüllung eher dann nicht. So, was können Sie noch? Unten ist der Extruder, genau, wenn Sie eine andere Düse, es gibt 0,3. Ich glaube 0,35, bin mir jetzt nicht sicher, aber 0,4 und 0,5, das kann man hier variieren und einstellen. Es gibt dann auch irrsinnige andere an Einstellmöglichkeiten, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten und wo Sie bei jeder Software hier einstellen können. Gehe ich mal kurz zur MakerBot rüber, das sieht dann so aus. Ebenfalls haben Sie ein Modell, was Sie auswählen. Sie können hier, ist zwar Englisch, aber da kommt jeder zurecht. Das ist überhaupt kein Problem. Funktioniert identisch. Können Sie hier wieder verschieben. Die Programme sind so einfach und machen wir bloß noch ein Rad dazu, dass Sie das ohne Probleme hier rauskriegen. So. Jetzt gibt es Effekte, zum Beispiel hier das Rad. Da stimmt hier die Darstellung nicht. Also es hat aber nur eine Darstellungssache, wie die Objekte beleuchtet werden. Es hat keine Auswirkungen auf den 3D-Druck, aber da bringe ich gleich den Sprung wieder zurück zu der Ausgabe, zum STL. STL-Dateien werden Dreiecksflächen, das heißt, irgendwo oder bei komplexeren Konstruktionen oder bei einigen Konstruktionen wird irgendwann mal gerundet. Und es gibt Optimierungs- oder Reparaturprogramme, die können Sie verwenden, die korrigieren zum Beispiel solche Effekte, auch die, wo nur grafisch sind, aber die überprüfen Ihre STL-Datei auf Richtigkeit. Und die sind auch kostenfrei. Ein kostenfreier Dienst ist zum Beispiel von Microsoft, der angeboten wird in Verbindung mit der Firma NetFab. Wobei NetFab vor 2 Monaten gekauft worden ist, komplett von Microsoft. Das heißt, diese Technologie ist auch jetzt eine Microsoft-Technologie. Hier können Sie sich einloggen. Sie brauchen nur einen Microsoft-Account und können Ihre Modelle hier raufladen, reparieren, optimieren lassen und wieder speichern. NetFab gibt es auch als Desktop-Version, wenn Sie nicht Ihre Modelle irgendwo auf dem amerikanischen Server, das ist im Bereich wieder Datenschutz, hier optimieren lassen wollen, weil ich weiß nicht, wo der Server liegt. Der kann in Irland sein, der kann in Holland sein, aber auch in den Staaten. Sie können auch eine Desktop-Version von NetFab hier kostenfrei runterladen. Oder wenn Sie Windows 10 im Einsatz haben, dann gibt es auch den 3D-Bilder. Auch hier können Sie Objekte reinladen und
reparieren lassen. Ich weiß es nicht genau, woher, aber es kann durchaus sein, dass auch hier schon Netfab-Technologie im 3D-Bilder verwendet worden ist. Also liegt eigentlich nahe. Die arbeiten schon seit Jahren zusammen. Okay. Also hier können Sie immer wieder noch, wenn wir jetzt da nicht einloggen, hier Optimierungs vornehmen. Ja. So, MakerBot, ja genau, da waren wir kurz stehen geblieben. Das geht über Settings und da finden Sie überall eigentlich die gleichen Einstellungen. Das heißt, die Layerhöhe, also die Schichthöhe, hier variiert in der Qualität, hier sagen wir Low. Das habe ich beim Cura zum Beispiel auch eingestellt gehabt mit 0,3. Standard ist 0,2. Das ist eigentlich der einzige Unterschied hier. Und hier kann ich noch die Number of Shells, also diese Außenfläche noch, ob ich 2 ist, bei den meisten standardmäßig eingestellt und Sie können das erhöhen. Ansonsten wird eigentlich das Material, wenn Sie einen 3D-Drucker haben, der ABS verarbeitet, dann verändern Sie ja entsprechend die Eigenschaften hier, aber in der Regel ist das, wenn Sie PLA haben oder PLA hat sie einfach durchgesetzt. Genau. Sie können auch hier wieder individuell sehr viele Einstellungen machen, aber das brauchen Sie gar nicht mehr. Also unsere Erfahrung, wir haben wirklich mal bis zum Exzess hier alle Einstellungen mal durch versucht, aber die Variation war, wir kamen einfach immer wieder zu dem Ergebnis zurück, dass man die Einstellungen hier vorne und der Rest muss bisschen auch der Hersteller und der Software-Hostanbieter leisten und uns die optimalen Werte auch schon hinterlegen. Ja. Okay, das funktioniert eigentlich dann ganz gut. Okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Im Prinzip war es jetzt so mit der, und jetzt wird halt gedruckt. Den Druck kann ich jetzt im Webinar jetzt nicht zeigen, aber ich lasse Sie da jetzt nicht alleine, wenn Sie es interessiert. Habe ich das Projekt auch als YouTube-Video. Das will ich jetzt nicht über das Web hier präsentieren, das können Sie in Ruhe. Geben Sie einfach bei YouTube DesignKit 3D-Drucken ein und Sie landen, ich habe da links so auf die Seiten und da sind verschiedene Beispiele, wo ich zum Beispiel erstellt habe, DesignKit mit einem Ultimaker oder DesignKit mit einem MakerBot, wo Sie in Ruhe nochmal ansehen können, wie die Konstruktion, was ich gerade gemacht habe, gemacht wird und dann die Übergabe. Rechts sehen Sie, so wird das dann Schicht für Schicht ausgedruckt und wie das funktioniert. Also das Ganze 5 Stunden, nee, 5 Stunden dauert nicht, 2 Stunden in 2 Minuten. Ja, also beschleunigt. Okay. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal meine Kamera, ich hoffe, die Kamera ist auch dann groß genug. Der Bereich Gimmick oder wirklich ernsthaften Einsatz. Also was ich cool finde zum Beispiel, was möglich ist, in einem Ausdruck zum Beispiel so ein Kugellager zu machen. Geht in der Realität ja nicht. Also das fand ich absolut cool. Ja, das ist ein Modell, was man einfach braucht. Oder was haben wir, eine Firma war letztes Mal bei mir, die machen so Halter. So. Das wird einfach hier, wird irgendwas hier montiert und dann entsprechend geheilt. Oder eine andere Firma war ein Ingenieur, die machen bei der Allianz Arena zum Beispiel oben, die sind so Glasflächen und die werden mit Leisten zusammengesteckt. Und wir haben für Sie einfach mal die Leisten mal ausgedruckt in Prototypen auf dem Bildschirm. In einem Konstruktionsprogramm sieht es wunderbar aus. Wie er dann gekommen ist und hat das Teil in die Hand genommen und sagt, oh ja, das geht nicht, das muss dicker werden. Ja, also man kriegt einfach am Bildschirm trotz 3D-Visualisierung nicht einfach das Gefühl, wenn man es selber in der Hand hat. Und dazu sind die 3D-Drucker oder 3D-Druckverfahren, das ist hier zum Beispiel ein kleines Zahnrad, was sie entwickelt haben, und einfach zu sehen, funktioniert es. Das wird sogar in Kunststoff dann eingebaut, in so Schränken. Die machen sehr viel mit Elektronik. Das Teil,
War schon schwieriger. Das haben sie, glaube ich, ausstanzen müssen normalerweise. Haben wir verschiedene Drucker auch ausprobiert. Da gibt es auch verschiedene Qualität. Das ist zum Beispiel mit einem Zortrax-Drucker ausgedruckt. Der ist auch sehr beliebt. Und der verwendet ein Material, das PLA und ABS mischt. Der Nachteil ist, weil sehr viel ABS-Anteil ist, die Genauigkeit. Das heißt, hier haben wir eine stärkere Schrumpfung als, das habe ich jetzt auf dem anderen Schrank, als bei anderen Druckern mit reinem PLA. Der Ausdruck wird mit ABS, man sieht die Schichten weniger, es fließt ineinander auch besser aufgrund von der höheren Temperatur und Materialbeschaffenheit. Das heißt, die Oberfläche, habe jetzt gar nichts, oder doch, ja, das glaube ich auch ABS. Die Oberflächen werden feiner, glatter, aber man hat eben eine stärkere Schrumpfung. Das muss man halt wissen. Das ist zum Beispiel ein Kollege von mir, den haben wir mit einem Handscanner von, wie heißt der, von 3D Systems, weiß ich jetzt gerade den Namen, eingescannt und ausgedruckt. Also es gehört einfach auch mit dazu, ein bisschen Spaß zu haben. Dann gibt es bei den Materialien, das ist gummiartig, ist außen und natürlich die Felge ist natürlich aus Kunststoff gedruckt. Und im zweiten Druck haben wir gummiartiges Flex, Ninja Flex verwendet und kommt gut als Ersatzteil. Ja. Bezüglich Ausdruck und Glätten, da gibt es auch verschiedene, ja, mit Aceton zum Beispiel eindampfen. Haben wir Versuche gemacht, aber sind eigentlich, muss ich sagen, gescheitert. Vielleicht gibt es da Spezialisten, die mehr Erfahrung haben, Kunststofftechniker. So richtig, als wenn das gespritztes, gepresstes Kunststoff ist, so eine glatte Oberfläche kriegen wir nicht hin. Ja, ja dann gibt es die verschiedenen, was auch, wo die Grenzen sind beim Kunststoffdruck. Bei sehr feinen Sachen, das ist irgendwie eingescannt, ist nicht von uns, irgendeine Skulptur, eine Statue, da hat der Kunststoffdruck irgendwann seine Grenzen von der Genauigkeit. Dann wird Stützmaterial entsprechend verwendet und ja, hier sind einfach die Grenzen. Ja. Noch, es wird sich auch immer wieder verbessern. Was haben wir denn noch? Ja, genau, was ja cool sind. Um einfach nur das zu sehen, das ist ein Ausdruck. Das ist nichts irgendwie zusammengesteckt, sondern es ist so ausgedruckt worden und funktioniert. Ja, das ist eine Sache, die 3D-Druck den Ingenieuren ganz andere Möglichkeit gibt und später oder das eben so Schrauben. Ja. Ja. Cool. Ich habe mehrere Beispiele immer bei meinem Schreibtisch und wenn Besuch kommt oder so, die nehmen dann immer, die brauchen immer irgendwas dann zum Spielen und das ist immer ganz lustig. Ja, wie gesagt, was haben wir nochmal? Solche Haken. Aber da sehen Sie im Netz ganz viele Beispiele, was wir machen. Viele aus dem Gimmick-Bereich, aber es hat auch, was habe ich zum Beispiel für letzten Sommer für meine Kinder ein Trampolin gekauft? Da sind verschiedene Plastikteile an der Seite und dann haben wir gedacht, ja, für den Hersteller ist es dann interessant, wenn er neue Modelle bringt, nicht immer alles en masse erstmal auf Lager zu legen oder produzieren zu lassen, sondern er kann eigentlich on demand auf Bestellungen oder Ersatzteil zum Beispiel zurückgreifen, wenn er es ausdrucken kann. Oder es gibt auch schon Staubsaugerhersteller, die Ersatzteile anbieten zum Ausdrucken. Wer einen Drucker hat, der kann für seinen Staubsauger das dann selber ausdrucken. Oder bei meinem Kinderwagen, meine Frau hat jetzt gesagt, da ist irgendein Plastikteil jetzt gebrochen. Muss man sehen. Also immer Aufwand nutzen, weil ich muss ja mich dann doch hinsetzen und das Teil konstruieren. Aber die Möglichkeit, wenn es, ich weiß gar nicht, wo ich das Teil sonst kriege, beim Hersteller müsste ich dann anfragen. Man hat Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Okay. Da komme ich eigentlich schon so richtig zum Ende. Natürlich kann man das noch sehr viel mehr ausdehnen. Dehnen. Meine Kamera schalte ich jetzt mal wieder aus.
Es gibt sehr viele Themen, was man noch anschneiden, also vielleicht beim anderen Seminar, aber ich will Sie nicht überfrachten. Der Datenaustausch mit dem STL, was ich gesagt habe. Da gibt es verschiedene Programme, haben das zu optimieren, was ich angeschnitten habe. Dann die Host-Software, jeder hat was anderes. Und die ganzen Themen, also das REF, damit es am Anfang nicht verrutscht. So sieht ein Modell zum Beispiel aus, wenn die Haftung nicht gleich da ist. Dann bleibt das Modell an der Düse hängen und dann zieht es mit und dann kommen solche Ergebnisse raus. Das war lustig zum Anschauen, aber nicht lustig, wenn man das Teil braucht. Genau, dann gibt es gewisse Sachen, Brücken zum Beispiel, Entfernungen, wie man das handelt. Dazu braucht man dann Stützmaterial. Ja. Also man hat schon auch beim 3D-Drucken ein bisschen was, was man noch lernen oder beim Ausprobieren berücksichtigen muss. Ab wann schaltet man Stützmaterial zum Beispiel ein? Wann ist es notwendig, was nicht? Generell übernimmt die Software auch diese Aufgabe, die Berechnung. Aber man hat an der Seite, wo man das wegbricht, natürlich vielleicht eine unschöne Fläche, die man nicht unbedingt braucht. Genau, dann die Schichthöhe, die Qualität, ob man eine Füllung braucht oder bis 50% eine Vollfüllung macht, auch die Schichten von der Qualität, genau, und, und. Dann gibt es verschiedene Techniken. Manche Drucker senden die Daten direkt, wie zum Beispiel MakerBot, der sendet das direkt an den Drucker und Sie können Ihren Rechner ausschalten. Ein anderer Drucker geht nur mit SD-Karte. Und bei MakerBot ist zum Beispiel, dass Sie auf Pause drücken können, dann kühlt sich der Extruder ab, auch über Nacht, und Sie können am nächsten Morgen um 8 wieder starten und es geht weiter. Wir haben das überprüft, da sieht man keinen Bruch oder keinen Übergang. Das funktioniert super. Andere Drucker, die kühlen sich nicht ab. Also da hat jeder so ein bisschen seine Vor- und Nachteile, jeder Drucker. Dann können Sie über Dienstleister drucken. Gibt immer mehr Dienstleister, wo sie sagen, okay, ich habe jetzt meinen Prototypen, aber ich brauche es jetzt in einem anderen Material, in einem kupferartigen Mischung, zum Beispiel Metallmischung. Auch Farbdrucke sind möglich. Da nutzt man nicht mehr das STL-Format, sondern in der Regel kann man jetzt noch VRML, es kommen auch neue Formate, also da kann man noch ein bisschen tiefer in den einsteigen. Also Sie sehen, wenn man in ein Thema einsteigt, man hat sehr viel Spaß und es ist auch ein neuer Bereich, wo man sich damit beschäftigen muss, darf. Und von der Entwicklung her sehe ich es eigentlich so, wie ich angefangen habe, im PC-Bereich, da haben wir noch MS-DOS mit C Doppelpunkt Schrägstrich, die Älteren kennen das ja noch, vor Windows, da war Windows noch gar kein Thema. Ich glaube, so insgesamt in der Phase befinden wir uns. Es wird schneller gehen wie beim PC, aber es wird auch noch eine Zeit brauchen, bis die Geräte wirklich Plug and Play ausgereift sind. Aber wenn ich damals nicht im PC-Bereich eingestiegen wäre, ja, dann wäre ich vielleicht, hätte ich einen anderen Beruf wahrscheinlich hier gemacht. Und irgendwann muss man einsteigen. Und findet man auch spannend, dann die Entwicklung hier mitzugehen. So, das wäre es. Pünktlich bin ich. Von meiner Seite die Präsentation. Ich hoffe, dass ich da das rüberbringe und dass Ihnen das gefällt. Jetzt würde ich das wieder übergeben an die Frau Schmidt. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Sie können jetzt gern Ihre Fragen stellen. Wir werden versuchen, alle zu beantworten. Eine habe ich während des Vortrags schon bekommen. Ich glaube, die ist auch nicht so schwer zu beantworten. Ich lese Ihnen mal vor. Wie kann man Gegenstände einscannen und dann mit CAD nachbearbeiten? Zum Beispiel ein gebrochenes Teil wieder komplettieren vor dem Ausdruck. Folgendes Problem, wenn Sie 3D-Modelle einscannen, Mikrofon habe ich nur an, gell? Ja, ich Wenn glaube. Sie Modelle einscannen, dann kriegen Sie ein Facettenmodell. Das heißt, als Ergebnis Facetten. Und die Facetten sind eben nicht
ja, konstruktionstechnisch keine Volumenkörper. Das heißt, es ist schon möglich, die in irgendeiner Form wieder zusammenzusetzen. Wo habe ich denn? Ja, mal kurz überlegen, um das. Ja, Sie kennen das aber sicher von irgendwelchen Animationen oder Filmen. Sie kriegen halt, wie wenn Sie ein Gesicht dargestellt haben, als Drahtmodell. Das sind lauter Dreiecksflächen und das Ergebnis kriegen Sie auch beim Einscannen. Und da ist es manchmal nicht so einfach, die Dinge dann wieder zusammenzufügen oder nachzubearbeiten. Schwierig. Nicht unmöglich, es gibt sicher, aber schwierig. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Weil im Moment habe ich keine mehr da. Wir lassen Ihnen noch ein bisschen Zeit, die Fragen zu stellen. Währenddessen habe ich noch ein paar Infos von Seiten Konrad für Sie. Für die DesignCut-Software in der Konrad-Edition gibt es exklusiv für Sie Webinar-Teilnehmer 25% Nachlass, falls Sie das interessiert. Die Info, wie Sie das bekommen können, schicke ich Ihnen im Nachgang per E-Mail zu. Genauso schicke ich Ihnen die Aufzeichnung des Webinars zu. Am Anfang gab es ja ein paar Probleme mit dem Ton, dass nicht jeder gleichen Ton hatte. Da können Sie sich das nochmal auf der Aufzeichnung ansehen oder wenn Sie irgendwas nochmal interessiert, dann können Sie das ansehen. Wenn Sie weitere Infos über Webinare haben möchten, dann gibt es auf einer Homepage der kurse.konrad.de einen Newsletter, da können Sie sich anmelden und bekommen Sie nur Informationen über Seminare, Webinare, Kurse und so weiter. Die Info würde ich Ihnen auch in die E-Mail mit reinschreiben. Zu den Dienstleistern, auch von Konrad gibt es einen 3D-Druckservice. Die Info würde ich Ihnen auch zukommen lassen. Da kann man einfach seine Modelle dann ausdrucken und sich zuschicken lassen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich Sie doch bitten, ein kleines Feedback für das Webinar uns noch kurz zu schicken oder vielleicht auch Themen, die Sie weiterhin noch interessieren würden. Ich habe gesehen, jetzt ist noch eine Frage reingekommen. Sollte man zum Einstieg einen preiswerten, ungenauen 3D-Drucker nutzen oder sofort auf hohe Qualität setzen? Das ist eine sehr interessante Frage jetzt. Was sagen Sie dazu? Ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich Ihnen gleich den höherwertigen empfehlen. Weil es, ja, man wird einfach dann nicht ganz glücklich, wenn man, sage ich mal, was kosten, einerseits die günstigen, jetzt so 500 € angebotene, haben zum Beispiel Einschränkungen im Druckraum. Das ist das Erste. Das heißt, Sie können nur kleine Teile dann ausdrucken. Dann das Zweite ist, dass die Qualität manchmal mangelt. Also ich würde mindestens 1.500 € so ausgeben. Auch dann sind eigentlich die Drucker qualitativ schon in Ordnung. Und man ist statt der Technik. Ich würde mich eigentlich dann ärgern, wenn ich schlechtere Qualität habe. Genau. Also prinzipiell kommt es wahrscheinlich auch auf den Einsatzzweck und so weiter drauf an. Aber ich denke auch. Vielleicht noch eine Info. Wenn es grobe Teile sind, dann reicht in der Form vielleicht ein preiswerter Drucker aus. Wenn es aber doch mal so feinere Sachen sind, dann sind Sachen wie, da ist schon ein Qualitätsunterschied, ob man einen Renkforce oder Altmaker hat, die sind qualitativ dann schon besser. Oder ein Vertrags. Okay, vielen Dank.